Dann möchte ich euch erst einmal alle begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Moment, ich muss noch mal kurz den Hund rausschmeißen, sonst winselt der hier. So, also, ich freue mich ganz arg auf die Genia heute und den André und bin gespannt, was sie uns zu erzählen haben. Genia, magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen, damit wir einfach alle nochmal wissen, mit wem wir es genau zu tun haben? Ja, natürlich. Ich kann sogar ein paar Fotos zeigen. Moment, ich mache gerade noch die Mikrofone aus. Moment. Dass ihr dabei seid. Moment, ich muss nochmal kurz. So, jetzt. Okay. Ja, also hallo, schönen Abend alle miteinander. Ich bin Jenny Lackey. Ich bin Gründerin und Leiterin von der Schulinitiative WINGS. WINGS steht für Waldviertel Integrative und Ganzheitliche Schulinitiative. Und außerdem bin ich eben Mutter von 7 Kindern, die möchte ich jetzt einblenden. Schauen wir mal, ob das jetzt wie das funktioniert. Wir haben zwar das schon geübt, ob das auch so gut klappt. Also das ist meine Familie. Ja, sieht sie jetzt. Okay, und genau, das nächste wäre gleich eben, das sind die Kinder vom letzten Schuljahr. Wir sind eine Initiative, die sehr offen ist. Also wir haben WINGSler Fulltime, also die Fulltimers, die von uns Montag bis Donnerstag da sind. Wir haben auch Freilerner oder Homeschoolers, die uns zum Beispiel nur zweimal in der Woche besuchen oder überhaupt also nur einmal in der Woche, also je nachdem. Oder sogar WINGSler extern, die uns zum Beispiel einmal im Monat besuchen. Und trotz dieser Offenheit haben wir eigentlich eine sehr starke Gruppendynamik. Also das wurde mir schon von außen sozusagen berichtet. Also dass das eben erstaunlich ist dafür, wie offen wir eigentlich sind. Und heute, ja, wenn ich WINGS noch ein bisschen vorstellen darf, also ich möchte jetzt vielleicht, also was wir uns als sozusagen als Zweck und Mittelpunkt unseres Tun überhaupt sehen, ist die geistig-sittliche Förderung und Entfaltung des Kreativpotenzials von eigentlich allen Menschen. Also es geht hier um Kinder, aber genauso um Erwachsene und eben die Entfaltung von diesem Kreativpotenzial zum Gute von Mitmenschen, von der Natur und ja, von uns allen. Und deswegen unterscheide ich gern eben zwischen Erziehung und Wissensvermittlung. Und also Erziehung und Erziehung verstehe ich eben diese geistig-sittliche Förderung. Ja, also das ist sozusagen Erziehung. Das, ich weiß, dass eben viele Freilerner vielleicht das Wort nicht so gerne haben. Aber eigentlich, man muss sich jetzt klarstellen, dass Erziehung und Education genau das Gleiche ist. Also weil Education kommt von ex ducare, also von innen nach außen leiten. Und genau so, genau das macht die Erziehung, also dieses Erfahrung, Erleben. Also das ist etwas, was von innen kommt und nach außen. Also so eine, dieses intrinsisches, etwas Intrinsisches. Das heißt, dass Erziehung eigentlich heißt, so wie die Pflanze sich zieht, weil die Sonne halt scheint, so eben funktioniert die Erziehung, dass man ein Vorbild dem Kind ist und das Kind zieht sich eigentlich selber. Und eben wir unterscheiden zwischen, jetzt mal eben, verwende ich halt jetzt das Wort Erziehung, zwischen Erziehung und Wissensvermittlung oder auch Fähigkeitenvermittlung, also Kompetenzenvermittlung, damit wir halt so viel Erziehung, so viel von geistig-sittlicher Förderung in das Wissen, in die Wissensvermittlung auch hineingeben können. Also, und
Und das war immer eben sozusagen mein Ziel. Und also ich habe auch natürlich die Seminare mit Richard Kandlin und auch Leis-Ausbildung gemacht und Stinien-Schule habe ich besucht. Also ich komme ursprünglich aus Russland. Natürlich eben beim Leis habe ich dann gedacht, naja gut, also ich kann ja direkt an die Quelle, also dann habe ich eben dann die Stinien-Schule noch besucht und bin natürlich voll inspiriert davon. Aber Stinien-Schule ist ja keine Methode an sich. Und jetzt, es ist aber so, wenn man eine Frage stellt, dann bekommt man ja immer die Antwort. Und eben die Antwort auf, naja, wie macht man eigentlich diese geistig-sittliche Förderung? Also, die wollte ich zwar machen, aber wie macht man das? Habe ich jetzt durch eine ganz, ganz tolle Methode bekommen, also eine Antwort auf meine Quest, also auf meine Frage. Und die teile ich jetzt mit allen, mit Eltern, mit Pädagogen, mit Lernbegleitern, mit Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Und das sind wir alle. Also jeder hat von uns mit anderen zu tun, weil das einfach eine ganz tolle Methode ist. Eine Kunst der Menschwerdung eigentlich. Was Systema heißt, Systema sibirische Kosake, also das ist die, basiert auf der alten kosakischen Kampfkunst, aber wie gesagt, Kampfkunst ist zu wenig, also das ist eine Lebenskunst oder eben diese Kunst der Menschwerdung. Und da bin ich total dankbar, dass ich jetzt eigentlich am Anfang des Jahres Andrei Karimov kennengelernt habe, eben ein Ethnologe, ein Psychologe, Schulfamilienpsychologe ist und eben Systemermeister, der nämlich das Wissen von unseren Ahnen, also das, was sie in Märchen verpackt haben, eben wo es darum geht, wie ist diese Menschenentwicklung, ja, wie ist dieses Erwachsenwerden, also wieder erwachsen, ja, aus sich, also dieses Potenzial entfalten. Wie geht denn das? Und das ist ja alles da, also die Information ist da, die ist einfach in die Märchen verpackt, die muss man verstehen können. Und er hat das als Ethnologe alles so zusammengebracht und zu einem Modell zusammengefügt, was für uns halt moderne Menschen sehr klar ist. Also das ist wirklich so ein Modell, was vielleicht mit dem Erik Erikson vergleichbar ist. Ich werde ein Bild einschalten. Ich will jetzt das Bild hin. Genau, also wo es zum Beispiel darum geht, also von der Geburt dann bis zum Beispiel so bis 7 Jahre ist man eben Kind. Dann geht es zum Beispiel, wird das auch oft, also da gibt es noch ein anderes Modell, was schon so mehr, also nach unten halt geht, weil da oben sozusagen der Schöpfer ist. Da geht es darum, dass also sozusagen, genau, also wenn man das mit Erik Erikson Modell vergleicht, also vielleicht kennt jemand da dieses Entwicklungsmodell von Erik Erikson, also der hat dann beide Modelle eigentlich zusammengefügt. Und das heißt, es ist einerseits so ein theoretisches Modell, was man als ein Koordinatensystem nehmen kann und andererseits ist das eben so das praktische. Zum Beispiel, wenn es im Modell steht, okay, also jetzt, da habe ich jetzt das Schaubild sozusagen Systeme gemacht, also wo eben das S für das Wort eigentlich, für das Wort Wort steht im Russischen, also Slova, habe ich jetzt als Sage dann, also das, was man sagt, hier geschrieben, also Märchen, Lieder, Sprichwörter, das hat er alles untersucht und eben zu diesem epigenetischen Modell zusammengefügt. Also was für uns dann natürlich es sehr leicht macht, die Märchen jetzt zu verstehen. Wenn wir verstehen, wenn wir dieses Modell lernen, das ist eben einerseits so eine Zusammenfassung von verschiedenen Märchen, aber andererseits eben eine Hilfe für uns, Märchen richtig verstehen zu können.
Und wenn wir jetzt aber wissen, okay, welche soziale Kompetenzen zum Beispiel, also soll das Kind, ja, jetzt sagen wir mit 7 Jahren schon haben, also das spricht das Vertrauen, Wille, Zielstrebigkeit. Wie kann ich jetzt, wie kann ich nachschauen? Hat das Kind, hat man, mein Kind das erreicht sozusagen oder hatte diese Fähigkeiten schon erworben auf seinem Weg? Dann, was mache ich dann? Naja, ganz einfach, ich spiele. Ich spiele mit meinem Kind. Und diese Spiele, die laufen so ab, also das ist dann, hier ist sozusagen diese Methode, Empower the Child oder das befähigte Kind, wie wir das jetzt auf Deutsch nennen, ist das Spiel für die ganze Familie. Also es spielen Eltern und Kinder gemeinsam. Und das schaut so aus. Also da werde ich einfach ein bisschen vorspielen jetzt. Und ja, ein bisschen, also das ist ein Film eigentlich, was gemacht wurde. Ich übersetze ein bisschen davon. Das ist natürlich auf Russisch jetzt. Как через игру научить ребенка инициативности, как научить его ставить задачу и решать её. So, Initiative zu ergreifen, ein Ziel vor den Augen zu halten und es auch zu erreichen, Probleme gemeinsam zu lösen, bringt uns spielerisch der Pädagoge und Vater von 3 Kindern Andrei Karimov bei. Seine Masterklassen werden von der ganzen Familie besucht. In Eintracht und miteinander durch Spiel und Spaß erlangen die Großen und die Kleinen viele nützliche Kompetenzen. Und André meint jetzt eben, es gibt keine fertigen Antworten für jede Lebenssituation. Es ist wichtig, dass man lernt, seinen eigenen Kopf einzuschalten, um sich dem Geschehen im Jetzt, im Hier und Jetzt so bewusst zu werden, sozusagen. Und jetzt eben begleitet von Balalaika spielt man eben einfach verschiedene Spiele. Und hier wird eben, also hier geht es eben um Vertrauen, um Zielstrebigkeit, um Wille. Und im Spiel kann man dann sozusagen, das Spiel ist einerseits die Diagnose, ja, oder sozusagen ein Instrument, eben um zu sehen, naja, also habe ich diese sozialen Kompetenzen schon erlangt. Das kann man alles im Spiel sehen. Also wenn der Wille fehlt, das sieht man sofort. Ja? Wenn nicht genug Vertrauen ist, dann sieht man das auch. Und gleichzeitig das Spiel ist, im Spiel hat man die Möglichkeit, diese fehlenden Kompetenzen auch zu erlangen, zu üben. Ohne dafür bestraft zu werden, ohne hier sozusagen also irgendwie eine Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Also das ist ja ein Spiel. Und genau, also da geht es eben, also es gibt ganz verschiedene Spiele, das möchte ich nur, dass ihr so ein bisschen einen Einblick bekommt. Es gibt eben, also Tai Chi zum Beispiel ist ja eine Waffe, also man lernt sozusagen auch mit etwas, also man vertraut den Kindern auch mit einer Waffe umzugehen, also um zu verstehen, dass sie bekommen auch das Vertrauen sozusagen der Erwachsenen, sie bekommen eine Waffe, also eigentlich sind auch bei Systema sind das keine Waffen, das sind Instrumente, Werkzeuge. Also es zum Beispiel auch im Russischen das Wort Waffe und Werkzeug klingt fast gleich, also das ist Оружие und Орудие, ja, also das klingt fast gleich. Не может завершить процесс, не может учиться, не может жениться. И не может стать мастером или Genau, also dann werde ich einfach то есть самостоятельной личностью.
Genau, was noch interessant ist, also dass André immer wieder dann zwischen diesen Spielen dann auch erklärt, worum geht es hier eigentlich. Also da vorher hat er ihnen erklärt, ja, die, unsere Angst, unsere Schamgefühle sitzen da alle in der Hüfte. Wenn wir die Hüfte, also den Bauch so ein bisschen schlagen, dann so Massage auch machen oder eben einfach im Spiel wird da am Bauch oder auf der Hüfte geschlagen, das ist sozusagen, um diese Scham und Schuldgefühle aus uns auszutreiben. Und was wir lernen eben in diesen Spielen, zu vertrauen. Wir müssen, also so wie jetzt in diesem Spiel, das sind Pferde und die Kinder sozusagen müssen jetzt lernen, ihren Pferden zu vertrauen, so lernen sie dann so letztendlich dann auch an Gott zu vertrauen. Wofür hast du mich hier geschickt? Ich vertraue dir, dass es einen Sinn hat. Und dann lernt man natürlich auch eine eigene Familie zu vertrauen, der Natur zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen und anderen Menschen zu vertrauen. Und, genau, jetzt erklärt er zum Beispiel dem Vater, warum das Kind gerade ihn ausgesucht hat. Also, dass eben ein kleines Kind jetzt unbedingt zu seinem Vater zuerst läuft. Ja, wenn man sagt, okay, ihr Kinder sucht euch Pferde aus, also da wird ein kleines Kind sicherlich seinen eigenen Vater aussuchen. Jetzt, warum? Weil das ist eben diese primäre Erfahrung des Vertrauens ist. Und dann, wenn man dann aber auch angibt und sagt, ja, jetzt müsst ihr die Pferde halt wechseln, ja, also das ist sozusagen eine Spielregel. Da kommt eben diese Notwendigkeit, das Pferd zu wechseln. Und André unterscheidet zwischen diesem Muss und Notwendigkeit. Und das ist, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Also dieses Muss sozusagen, das kommt einfach von oben, das wird nicht erklärt, ja, du musst. Und dieses Muss macht mit uns Menschen also nichts Gutes eigentlich. Aber eine Notwendigkeit, die im Russischen heißt eigentlich genau das Gegenteil vom deutschen Wort, weil das Deutsche bedeutet aus notwendig werden, ja. Und eigentlich das russische Wort необходим macht genau, also bedeutet genau das Gegenteil. Sozusagen, man muss genau dadurch, also hier darf man eben nicht wendig sein, hier kann man nicht einen Umweg machen, hier muss man genau durchgehen, also gerade durch sozusagen. Und das ist auch sehr wichtig. Ja? Kannst du das Video ein kleines bisschen leiser drehen, dann können wir dich noch besser verstehen. Na, wenn ich das Video, hörst du mich dann auch oder hörst du mich dann auch schlechter? Nein, wenn du das Video leiser machst, dann höre ich dich immer noch gut, aber ich höre dich dann besser. Ah, okay, also so ist besser jetzt. Ja, genau, ja? So ist super. Ah, sehr gut. Und genau, also das heißt so, dieser Unterschied zwischen muss und notwendig sein und Notwendigkeit ist sehr wichtig und es ist auch wichtig, die Kinder in eine Situation sozusagen hineinzubringen, wo es dann auch eine Notwendigkeit entsteht. Ja, also dass sie auch diese Notwendigkeit erleben können. Also im Leben, aber genauso im Spiel zum Beispiel. Dafür dienen ja uns die Spielregeln. Also wenn das eine Regel ist, dann wird sie halt angehalten. Das ist die Notwendigkeit, damit wir alle überhaupt spielen können. Und das ist auch sozusagen die Aufgabe der Eltern. Auch das Kind, also ab und zu oder auch vielleicht, also auch öfter, in solche Notwendigkeiten zu stecken. Und das erklärt er auch. Also immer neben diesem Spiel, also die Kinder haben viel Spaß beim Spielen, eben wo es zum Beispiel um diese, also das ist immer so sehr spannend, ja, also wo es gerade um das Fangen geht oder da gibt es eben dieses so einerseits Vertrauen muss man haben, ja, andererseits, ja, also so diese Situation, wo Gefahr da ist, also das ist einfach eine sehr gute Situation für die Kinder, für ihre Entwicklung, aber genauso auch für uns Menschen eigentlich. Also und dadurch, dass wir dann mit den Kindern, also mit, ich meine jetzt die Erwachsenen, wenn wir gemeinsam mit den Kindern spielen, dann
können wir auch oft sozusagen die soziale Kompetenzen, die wir in unserer Kindheit eigentlich noch nicht genug erworben haben, wo wir eben mit wenig Vertrauen aufgewachsen sind oder so, das können wir dann auch im Spiel nachholen. Also das ist unglaublich gesund auch für die Eltern. Aber vor allem geht es darum, dass wir in diesem gemeinsamen Spiel eigentlich an die Quelle kommen und die Energie aus der Quelle schöpfen und die Energie eigentlich im Spiel produzieren oder generieren. Hier gibt es keine psychologische Vampire oder energetische Vampire, ja, die einem oder, also wo dann eben über verschiedene halt Wege dann die Energie irgendwie so gestohlen wird oder gesaugt wird, sondern hier eben, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich aufzutanken, die Kinder aufzutanken, ohne dass jemand dann einen Verlust erlebt, weil wir einfach an die Quelle gehen. Und das ist eben diese Quelle, die uns alle eigentlich vereint, aus der wir alle kommen. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Gesundes. Also nicht nur eben sozusagen für unseren Körper, das auch, aber für unsere Seele und Geist. Also das ist sozusagen diese geistig-sittliche Förderung, die über den Körper geht. Also diese sozusagen ein somatischer Prozess, ein kinästhetischer Prozess, was unsere Seele und also Psyche und Geist heilt. Und ja, also es gibt dann natürlich auch so, also es ist nämlich so, dass wenn wir gesunde Kinder, wenn wir glückliche Kinder haben wollen, dann müssen, ja, das geht nur dann eben, wenn die Eltern auch gesund und glücklich sind. Also gesund auch so im geistigen Sinne. Und da, das kann man eben einerseits hier im Spiel auch dann für sich holen, was man da so halt braucht. Aber es gibt dann auch für Erwachsene auch dann später und dann Genia, jetzt bist du weg. Naja, sie wird gleich wieder dazukommen, denke ich mal. Konntet ihr bis jetzt soweit folgen? Alles verstanden? Gut. Ja, ich denke mal, sie wird gleich wieder auftauchen. Ist irgendwie rausgeflogen anscheinend. Okay, also ich. Na. Ja? Ja. Hört mich wieder? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Okay, sehr gut. Genau, dann kann ich eben noch. Jetzt haben wir nur dein Bildschirm nicht mehr. Du müsstest nochmal auf Bildschirm teilen drücken. Ja, genau. Na, jetzt sage ich Ihnen, was ich noch jetzt zeige. Also das war jetzt eben das, dieser eine Teil sozusagen, also von Empower the Child, das befähigte Kind, eben dieses Spielen mit Eltern und Kind. Und diese, also zweite sozusagen Standbein, kann man sagen, ist naja, wenn ich so sage, Elternarbeit, das klingt ein bisschen fad. Aber das ist sozusagen, das ist die Möglichkeit für die Eltern, sich auch glücklicher zu machen und vor allem ihre Polaritäten zu merken. Also, dass die Frauen dann, also sozusagen diese Polen zwischen Mann und Frau, also eben auseinander, etwas noch weiter auseinander zu schieben, stärker zu polarisieren, damit wir eben wie zwei starke Magnete dann eben zusammenkommen oder wie ein elektromagnetischer Motor dann sozusagen Energie produzieren und total, also in eine sehr produktive Beziehung dann miteinander stecken können. Und das geht natürlich aber erst dann, wenn jeder Mensch
ganz für sich ist. Und da muss ich jetzt auch das Wort Mensch auf Russisch erklären, was das heißt. Das heißt nämlich Zelovetche, also das aus dem Altrussischen. Vetche bedeutet die Versammlung, Ze heißt ganz und Lo heißt das Wesentliche. Das lasse ich jetzt euch, das selber zusammenstecken, ja, was ihr meint. Aber eben, ich stelle mir immer eine Matryoshka vor und eben, wenn das eine, also üblicherweise zum Beispiel gibt es eine siebenteilige Matryoshka oder die 49-teilige. Also je nachdem, wie man sich das unter verschiedenen sozusagen Körper dann noch Auras und so weiter dann irgendwie vorstellen will. Wenn diese Matryoshka zusammengesteckt ist, ja, wenn alle Püppchen dann da sind, dann ist man ganz und erst dann kann man sozusagen in eine Partnerschaft dann eine Beziehung eingehen. Weil wenn man nur als halber kommt, ja, also da gibt es so eine andere Art der Arithmetik. Also in diesem Fall 1 plus 1 ist 1, also ein Ganzes sozusagen. Und wenn man eben als halber kommt, also dann heißt halb plus halb ist eigentlich nicht ganz. Das ist dann eigentlich nur ein Achtel oder noch ein Sechzehntel. Also das sind eigentlich eben dann so ein bisschen so diese Beziehungen, wo dann einer dann auf den anderen dann irgendwie parasitiert oder irgendwie oder eben so oder beiderseitig irgendwie wird dann, also ist eher eine Beziehung der Konkurrenz oder eben der, also weniger gesunde Beziehung, sagen wir so. Und eben diese Polaritäten zu stärken, also diese Ganzheit zu erlangen, dabei hilft uns die russische Quadrille. Also russische Quadrille, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, jedes Land hat solche Gruppentänze, jedes Land hat diese soziale Tänze eigentlich. Ich glaube, wenn man jetzt versteht, zum Beispiel jetzt am Beispiel der russischen Quadrille, worum es geht, dann kann man auch die eigene Tänze auch besser interpretieren. Zum Beispiel hier, jetzt zeige ich das, diesen Tanz. Die heißt Zemitilze zum Beispiel in diesem Fall. Ist sowas wie ein Schneesturm, also so ein. Genau, da ist zum Beispiel in diesem Figur wird eben männliche und weibliche Energie getauscht. Also hier geht zum Beispiel, die Männer können sich das nehmen, was sie brauchen an weibliche Energie. Dann, wenn sie da zu den, also ein Paar. Genau, jetzt besuchen sie einander sozusagen, jetzt stellen sie sich so quasi vor. Also jeder darf sich vorstellen, also da wird, also das ist einfach das Kennenlernen. Und jede Figur eben in diesem Tanz wird auch erklärt, eben welche soziale Fähigkeiten werden hier geübt. Also diese Fähigkeiten werden im Tanz geübt, damit sie im Leben dann auch sozusagen gleich richtig gelebt werden können. Wenn wir erst im Leben üben, ja, beim Üben macht man halt Fehler. Die macht man am liebsten in einem Spiel oder in einem Tanz, damit man dann im Leben eigentlich weniger Fehler macht. Ja, also kann man natürlich auch im Leben lernen, aber also ich finde es schon, es ist angenehmer, wenn man wenn es dann um das echte Leben geht, dann also, dass man das auch schon eben vorher geübt hat. Also hier wird zum Beispiel geübt, wie die Männer dann ihren eigenen Kreis machen und sozusagen, dass die Männer dann auch so ihr eigenes Ding da haben und die Frauen sind zwar auch eingeladen, aber die Männer müssen auch sozusagen ihre Zeit jetzt mal haben und dann laden sie die Frauen sozusagen so ein dazu. Es gibt dann auch zum Beispiel, da war auch einander so irgendwie so zu Gast zu gehen, einander zu besuchen. Also es gibt, was wir jetzt am Wochenende gemacht haben, da war auch so, wie gehe ich mit meinem Partner ins Leben? Also so, dass man in die Mitte rein geht und zwar
dass beide nach vorne schauen, ja, also dass beide sozusagen ins Leben treten und nach vorne schauen und nicht so irgendwie einander dann bewertend oder so aufeinander schauen. Also wirklich so gemeinsam in gemeinsame Richtung. Hier geht es darum, dass man den so eine Runde dann noch sozusagen so Gastgeber zu ihm ist und ihn aufnimmt und dann aber wieder gehen lässt. Ja, zu lange soll er auch nicht da verweilen. Und dann wieder sozusagen findet man dann zu seinem Partner. Und das ist genauso wie beim Spiel. Also da wird Energie einfach generiert. Es wird vor allem eben diese männliche und weibliche Energie generiert und jeder holt das, was man braucht. Ja, also eben, also weil wir haben ja weibliche und männliche Energie und damit mein energetischer Haushalt in Gleichgewicht kommt, weiß ich jetzt nicht gerade. Brauche ich jetzt vielleicht mehr weibliche Energie, weil ich jetzt die ganze Woche Hose anhatte kann ich mir dann von den Frauen, die Röcke tragen, noch ein bisschen weibliche Energie holen oder eben brauche ich vielleicht was an männlich. Also, und im Tanz passiert das so natürlich und du kriegst sozusagen genau das, was du brauchst. Und bei den Harmonikaspielen halt in dem Fall. Wir waren so begeistert von dem Kurs, was wir jetzt am Wochenende gehabt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auch so treffen, also einfach alleine mal, also ohne André auch, und einfach diesen Tanz, was wir jetzt schon einstudiert haben, einfach weiter üben, beziehungsweise es gibt dann auch ein paar Videos, was wir jetzt schon bekommen haben, dass wir das einstudieren können, weiter einstudieren. Und ja, das hat uns einfach so begeistert, dass wir haben gespürt eben, wie wichtig das ist, wie auch ja, teilweise unfähig wir sind und was da noch für viel Raum für Übung gibt. Aber wie erfüllend das eigentlich ist, dass wir das jetzt vorhaben. Genau, und das ist eben so zurück zu diesem Systema-Schaubild. Eben dieser praktische Teil sozusagen, also was ich hier als T, also dieses S heißt Wort und T heißt hart. Also das Wort ist hart. Wort heißt auch Logos, also Slovo. Und da wurde einfach das S nach hinten gestellt, also Logos, Slogos dann geworden. Also dieses Slova, dieses Logos, dieses Sinnbild und Tvrdo, also das ist hart gemacht, das ist sozusagen die Manifestation, die Materialisation der Gedanken. Und dieses T habe ich jetzt als Tat dargestellt, eben einerseits diese Spiele mit der ganzen Familie, die russische Quadrille, also der Tanz, und dann eben dieser ganz authentische vielleicht oder individuelle Weg für jeden. Das ist die Kampfkunst. Also das gibt dann auch, das war eigentlich auch so, dass ich gedacht habe, naja, das wäre natürlich nichts für mich. Also ich interessiere mich halt für das Tanzen und das Spielen. Ja, bis ich dann das ausprobiert habe. Also und jetzt habe ich schon meinen ersten Waffen, also die Peitsche halt, also oder Werkzeug, mir zugelegt und bin übern leidenschaftlich gern mit der Peitsche. Auch eine ganz tolle Massage hat uns André gezeigt, wie man mit der Peitsche eben die innere Organe massieren kann. Das ist auch eine sozusagen altkosakische Kunst. Und einfach dieses, eigentlich ist das Sakralwissen, um den es hier geht, und das teilt er mit uns gerne. Und das ist einfach großartig. Und genau, also jetzt kann ich eben diesen Spruch da, was eigentlich von einem Niederösterreicher, von einem Österreicher kommt, der Oskar Kokoschka hat gemeint, man ist nicht Mensch, weil man geboren ist, man muss Mensch werden. Nachdem ich das Wort auf Mensch erklärt habe, ja, was das heißt, eben dieses, diese Matruschka zusammenstecken. Also da ist das System wirklich sozusagen diese Kunst der Menschwerdung. Und
und man hat eben einerseits das Werkzeug dafür und andererseits sozusagen das theoretische Wissen, dieses Basiswissen. Das finde ich als Mutter, als Pädagogin oder einfach als jemand, der mit anderen Menschen zu tun hat, total hilfreich. Und deswegen bin ich jetzt eben als Systema so international representative sozusagen oder internationale Beauftragte einfach sehe ich das eben als mein Anliegen, Systeme im deutschsprachigen Raum zu verbreiten und Kurse und Workshops und Meisterklassen mit André zu organisieren und auch Menschen zu unterstützen, die diese Methode, also die Kurse für Kinder und Erwachsene anbieten wollen. Wir machen nämlich im Februar, haben wir schon einen Trainerkurs geplant, die mit dieser Methode, mit eigenen oder eben so mit Kindern und Erwachsenen werken wollen und wirken. Und ich glaube, das wäre auch ganz wichtig und auch sehr, eigentlich gar nicht so schwer, die Prinzipien jetzt dieser Methode zu verstehen und dann einfach auf die eigene Kultur umzulegen. Dann schauen, okay, was gibt es da in Österreich oder in Deutschland für Spiele? Was gibt es da eben so, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder worum geht es eigentlich hier? Was gibt es da für Märchen? Kann man eben dieses Modell dann anwenden, um unsere Märchen zu verstehen? Und ich glaube, das kann man ganz eindeutig mit einem Ja beantworten. Und eben einfach, dass man schaut, sozusagen die eigenen traditionellen Lieder, Tänze, Märchen, dass man dann sozusagen ein eigenes System dann macht oder eben Systeme sozusagen dann für die eigene Kultur dann auch adaptiert. Und genau, also jetzt werde ich gleich André holen. Ich sage eben nur, dass wir jetzt eben diesen Workshop mit System, also mit der Kampfkunst im 4. und 5. Februar haben. Und dann gleich anschließend eben dieser Trainerkurs. Das befähigte Kind, das findet in einem Gebäude statt, wo auch, was auch eigentlich ein Hotel ist, eigentlich relativ günstig, ich glaube so 30 Euro pro Nacht. Kann man dort schlafen. Das heißt, wenn jemand wirklich so aus Deutschland kommt, kann man, ich glaube, also auch bei diesem Kurs dann teilnehmen. Also das hat man nicht Zeit zum Gehen. Und so, genau, das André sagt es ihm gerne. Er meint also, sehr viele Wahrheiten wurden uns nur als ein Stück gegeben, also sozusagen ein Teil der Wahrheit wurde uns gegeben, aber die zweite Hälfte wurde eben verschweigert. Und das gilt vor allem sehr stark auf diesen Spruch, alles ist relativ. Weil alles ist relativ in Bezug auf Koordinatensystem. Heißt das Ganze. Und in dem Fall finde ich eben Systema ein großartigen Koordinatensystem für uns alle. Genau, dann würde ich jetzt umschalten. Wie kann ich das jetzt eigentlich umschalten, dass ich wieder genau auf dem, ich glaube jetzt bin, ja genau. Genau, dann würde ich jetzt einfach André holen, wenn das für euch so passt. Sonja, was sagst du? Ja, gerne. Gibt es bis dahin denn schon mal Fragen von euch? Habt ihr irgendwas, was ihr schon wissen wollt von Xenia? Dann könnt ihr euch einfach freischalten jetzt, wenn ihr wollt. Und könnt eure Fragen stellen oder auch per Chat schreiben. Oder ist noch irgendwas unklar oder irgendwas, wo ihr sagt, ihr würdet gerne mehr darüber wissen? Nix. Okay, ja, dann guck doch mal, ob André da ist. Und schau, was er noch sagen möchte auch.
Genia, bist du noch da? Ah, sie ist kurz weg. Okay. Mhm, die Übungen. Also du meinst die Привет. Привет. Здравствуй. Du meinst die Übungen, also die Spiele mit den Kindern. Ja, okay. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Licht gemacht. Hat es eine Frage gegeben, weil ich habe sie jetzt nicht verstanden. Ja, es wurde nur gefragt, ob zu den Spielen mit den Kindern noch mehr erzählt werden kann. Ja, genau, ob das da noch mehr Informationen dazu gibt. Ja, ich werde jetzt auch ein paar Fotos zeigen von unserem Workshop in Herzogenburg. Genau. Das Spiel, also zuerst wird sozusagen wird die Balalaika vorgestellt und man sagt, hört einfach auf die Balalaika, ja, also auf die Musik. So braucht man als Erwachsene keine Instruktionen geben. Man muss nicht so dieser Mensch sein, der zum Beispiel also eben so instruktiert und immer Anweisungen gibt. Das macht die Musik. Und man bietet die Kinder nur auf die Musik zu hören. Man übt das ein bisschen, also man übt zum Beispiel eben ein bisschen langsamer, wenn man langsamer spielt, wie reagieren die Kinder, wenn man ein bisschen schneller dann wird. Man schaut, dass sie sozusagen einsteigen und das passiert meistens ganz, ganz schnell. Und dann gibt es meistens dann zum Beispiel am Anfang eben die Spiele, wo sie dann, eben wenn die Musik dann aufhört, dann am Boden fallen müssen. Und dann werden die Kinder vielleicht eben, dann sagt man ist der Bär und die müssen ganz still sein. Ja, weil wenn der Bär kommt, dann muss man sich ja totstellen. Und dann werden eben diese tote Körper sozusagen dann noch aufeinander gestapelt. Also eben auf die größeren Kinder werden dann kleinere gelegt. Und das ist eben eigentlich in dem Fall ist das diesem Original Play irgendwie ähnlich, also dass total viel körperlicher Kontakt da ist. Aber andererseits, also es wird ja auch gesprochen und es wird erklärt vor allem. Also das ist, was mir persönlich zum Beispiel an Original Play fehlt, also dass eigentlich Kommunikation, wir haben doch die Sprache. Also und vor allem auch Regeln. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Regeln hat in diesem Spiel, aber die kann man dann auch verändern. Aber es soll so eben sein, dass die Kinder dann doch nicht jeder nach eigenen Regeln spielt, sondern dass wir gemeinsame Regeln haben. Und wenn wir gemeinsam die Regeln verändern wollen, das machen wir dann schon. Genau, also da ist sozusagen diese Elemente überhaupt der Rhythmus, ja, der Rhythmus der Balalaika gibt das eigentlich alles so an. Und sozusagen da ist die Rhythmik und Original Play und einfach körperliche Tüchtigung bei diesen Spielen. Es ist alles in einem. Es sind eigentlich Familienaufstellungen meiner nach genauso drinnen. Also es ist sowas von ganzheitlich. Deswegen bin ich ja total begeistert. Ich habe eigentlich eh viel zu tun. Ja? Also mit der Schule bin ich eigentlich ziemlich ausgelastet. Aber ich setze mich jetzt so einfach so leidenschaftlich für die Verbreitung der Systeme vor ein, weil ich sehe, das ist genau das, was wir brauchen. Ja.
Das ist absolut auch mein Gefühl. Zumal, ja. Ich ja da genauso denke. Also ich mache das alles auch. Was meinst du? Ja, er hat zwar nicht verstanden, was ich jetzt genau gesagt habe, aber ich glaube, er ist damit einverstanden, weil es so mit so viel Begeisterung wurde. Genau. Nein, also wie gesagt, ich glaube auch, dass das wirklich ein großer Schlüssel ist für vieles, was wir hier machen und einfach viele Sachen, die wir auch tatsächlich schon machen, aber eben unbewusst und da wieder das Bewusstsein reinzubringen und das auch wieder bewusst auszuführen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, zumal das auch alles unheimlich viel Spaß macht. Важный шаг, что это как бы что осознанно это делать. То есть она говорит, да, в принципе, много из этого мы уже делаем, но именно что основной момент такой, это что как бы что делать это осознанно. Ну да, в каждой игре и в каждый момент есть смыслы. In jedem Spiel, in jedem Moment gibt es ein besonderes Sinn, Sinnhaftigkeit. Если ты узнаешь эти сакральные знания этих смыслов. Und das ist eben dieses Sakralwissen, die Bedeutungen, diese Sinn zu erfassen und zu wissen. Твоя эффективность сразу возрастет на много процентов. Dann steigert sozusagen deine Effektivität, also dein Potenzial im Leben. Если просто проводить игру. Wenn man einfach ein Spiel einfach durchführt, ja, also man macht halt ein Spiel. То это 10%. Da ist so, kann man sagen, das ist 10%, also der Effekt ist 10% dieser Effektivität. Aber wenn man das Spiel dann ganz bewusst durchführt, eben wissend, und man führt sozusagen auch die Zeit, man ist dann der Führer der Zeit und des Raums. Du kannst 90% da kann man schon 90-100% Resultat oder Ergebnis erzielen. Und das ist ja unsere Aufgabe, die Qualität des Lebens zu erhöhen. Не сделать их счастливыми, чтобы они научились сами быть счастливыми, nicht, сами получать nicht это die Menschen zu beglücken, sondern denen irgendwie das Werkzeug zu geben, glücklich, sich selber glücklich zu machen. И тогда у них это никто не отнимет, если они сами научатся собственной самоорганизации. Weil das kann man denen dann nicht wegnehmen, wenn sie das lernen, also diese Selbstorganisation. Организации собственного счастья и энергии. Die Organisation des eigenen Glückes, der eigenen Energie. У нас многие люди в современном обществе, они действуют на пониженной энергетике, социально опущенные люди. Weil ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft funktionieren auf sehr so niedrigen sozusagen Energieniveaus, niedrigen sozialen Zustand irgendwie. Обычные люди, они ходят на энергии 5-10%. Die meisten Menschen, die haben 5-10% der Energie. Они постоянно нуждаются в лечении. Und sie brauchen ständig irgendwie geheilt zu werden, also ständig irgendein. А когда человек заряжен на 80-90%, он начинает лечить всех людей вокруг. Und wenn einer aufgeladen ist, 80-90% aufgeladen ist, dann kann er schon alle in seiner Umgebung heilen. И тогда это становится социальным магнитом. Люди видят, что у человека счастье, говорят, откуда оно у тебя? Der wird so einen sozialen Magnet sozusagen. Die Menschen sehen so einen an und sagen, woher bist du gut? Ja, wo hast du die Welche Tabletten schluckst du? Я просто играю с детьми. Und man sagt, ich spiele einfach, ich spiele mit Kindern. Бывает. Gibt's doch nicht. Обычно, когда мы играем с детьми, мы полностью уставшие. Weil wenn wir mit den Kindern spielen, dann sind wir völlig fertig. Naja, weil dann heißt das, dass der Kind falsch oder anders halt dann spielt. Es gilt das für Kinder, ich muss gerade so lachen, weil das Bild stehen geblieben ist, gerade als André einen sehr lustigen Gesichtsausdruck hatte. Gilt das? Gelten die Spiele
für Kinder jeden Alters oder nur bis zu einem gewissen Alter? Also wie geht es mit Teenagern? Spielen die gleichen Spiele oder spielen die dann, tanzen die dann eher mit den Erwachsenen oder ist das alles gemischt? Oder? Как работает? Ну, можно тоже играть с подростками уже, со взрослыми, как вот насчет возрастов, как... Лучше, конечно, разделять возраста. Also, es, am besten man tut schon trennen. Но иногда можно подростков назначать взрослыми, делегировать им права взрослых. Oder wenn zum Beispiel, wenn auch Jugendliche dann bei solchen Spielen dabei sind, dann muss man denen einfach bestimmte Aufgaben dann auch Aufgaben der Erwachsenen delegieren. So wie zum Beispiel heute, also jetzt erzähle ich, wir waren heute spielen gemeinsam und dann haben wir auch wenige Erwachsene gehabt. Dann haben auch schon die älteren Buben, haben zum Beispiel so die kleinen Kinder so aufgeschaukelt und so geworfen. Und die Erwachsenen haben sie gefangen. Also. У каждого возраста есть специфические ценные социальные качества. Aber es ist eben so, dass auch laut diesem Modell, oder beziehungsweise also nicht laut, sondern das ist im Modell beschrieben, dass jedes Alter als Thema hat. Und deswegen ist gut, eben die Kinder zu teilen, üben zu können. Иногда можно все совместить, все любые возраста. Aber eigentlich könnte man schon auch dann alle Altersgruppen zusammenbringen, also wirklich Kinder von jedem Alter. Просто ты можешь еще сказать, что больше, когда они соревнуются, вот это уже для постарше, например. Да, с 7 лет наступает возраст, когда ребенок ему... Üben kommt sozusagen diese Zeit, wo es für das Kind interessant ist, die Familie sozusagen aus der Familie rauszugehen in die Welt, ja, oder in den Wald in dem Fall, und dort etwas zu lernen. Им как молодым такие, они как волки в лесу. Die sind dann eben zuerst so ein bisschen wie Hasen halt im Wald, dann wie Wölfe. Im Wald. Им интересно теперь соревноваться. Und eben gerade so mit... Общий возраст начинается с 7 до 21 года. Aha. Also und da, das kann man so auch so übergreifend für überhaupt so für alle von 7 bis 21 sagen, dass es auch schon eine Zeit ist, wo es für sie interessant ist, so ein Wettbewerb, in einen Wettbewerb hineinzugehen. Also einfach zu wetten und zu rangen und zu ringen. И поэтому, когда ты подростка соединяешь со всем маленькими детьми, а он не понимает. Und da ist natürlich, also wenn man dann schon einen Jugendlichen dann mit den ganz kleinen Kindern so zusammenbringt und ohne dass ihm das klar geworden ist, was er hier eigentlich zu tun hat. Он начинает их кусать. Dann wird er beißen, sozusagen, ja, wie ein kleines Wölfchen, wird er die ganz Kleinen dann beißen. Поэтому надо дать ему специальную роль специального волка. Und deswegen braucht er eine ganz bestimmte Aufgabe. Ja? Dem muss man sozusagen eine Aufgabe des Wolfs dann auch so ganz bewusst geben. А если ты ему дашь роль маленького ребенка до 7 лет, weil wenn man ihm eine Aufgabe oder eine Rolle des Kindes, also des Kleinkindes gibt, also eben unter 7 Jahre, dann wird er unterfordert sein einfach. Das wird nicht interessant für ihn sein. Вот, зная социальные особенности каждого возраста, und eben mit diesem Wissen und von diesen sozialen Eigenschaften von jedem Alter, возможно совместить несколько возрастов. Dann, wenn man das weiß, dann kann man eben diese verschiedenen Altersgruppen dann zusammenbringen und die Aufgaben dann entsprechend verteilen. Если дать каждому свою задачу. Eben, also wenn diese ganz bestimmte Aufgaben dann ganz bewusst dann auch eingeteilt sind. Потому что наша задача, чтобы наша цель, чтобы каждый вырос в результате нашей встречи. Weil eigentlich das Ziel ist, dass jeder sozusagen ein bisschen wächst nach diesem Treffen. Чтобы он за короткое время, dass in eine kurze Zeit получил важные социальные знания и умения,
dass da ganz wichtiges Wissen und Wissen gekriegt werden. Который не может получить в обычной жизни в течение долгого периода. Das, was eigentlich im Leben, wofür man sehr lange braucht oder vielleicht sogar nicht einmal ist das möglich, eben, dass man diese Kompetenzen erlangt. Игра – это такое волшебное время. Weil das Spiel ist ja eigentlich eine zauberhafte Zeit. Где есть целеустремленность. Weil da im Spiel gibt es eben diese Zielstrebigkeit. Есть воля. Der Wille, есть доверие, und das Vertrauen. Но нет ложного стыда, aber es gibt kein falscher Scham, нет сомнения ложного, kein Zweifel, kein falscher Zweifel. Jetzt ist sie doch mal rausgeflogen. Ja, also die Verbindung bei Genia ist heute leider nicht so gut, aber ich glaube, es geht trotzdem einigermaßen, oder? Also bis jetzt konnte man noch gut folgen, gell? Auch wenn das Bild nicht immer zusammenpasst mit der Sprache, oder? Wie ist das bei euch? Kriegt ihr das besser, das Bild? Nee, ne? Nee, okay. Und es gibt eben keinen falschen Schuld. Also Schuld, keine Schuldgefühle. Okay, was habt ihr eben noch gehört? Habt ihr eh alles gehört und alles verstanden? Oder? То есть это, то есть у нас это как иная реальность. Игра это иная реальность. Das Spiel ist eine andere Realität. И мы как бы погружаемся в волшебный мир, берем там драгоценность и приносим в наш мир. Das ist sozusagen, wenn wir in eine Zauberwelt reingehen oder ebenso wie der Jack und die Beans dann raufklettert und sich etwas holt, etwas Wertvolles, einen Schatz für sich holt. Но за это нам ничего не будет. Aber wir bekommen keine Strafe. Не будет никакого штрафа, да. Da gibt's einfach keine Strafe. Also das ist alles legal, was wir machen. Да, это легальный способ получить силу, энергию и новые социальные навыки. Das ist sozusagen ein legaler Weg, neue Kraft, neue Energie und neue Erfahrungen zu bekommen. В обычной жизни строгие родители, социальные нормы поведения. In einem echten Leben sozusagen, da machen die strenge Eltern oder diese sozialen Normen. Предписывают вести себя по линеечке ходить. Die schreiben uns vor, halt eben so gerade, immer gerade zu gehen, also einen Weg, der schon vorgegeben ist. Ты не можешь получить тех социальных навыков контакта, взаимодействия. Und man hat einfach nicht die Möglichkeit, diese Erfahrung, diese soziale Erfahrung, die man bräuchte, eigentlich zu bekommen. Потому что есть страх. Weil es gibt dann auch die Angst. И строгий внешний и внутренний родитель. Und dann eben diese vielleicht eben ein strenge äußere und sogar innere Elternteil sozusagen. Поэтому это уникальный феномен. Also человек играющий. Ganz ein etwas Einzigartiges, ein einzigartiges Phänomen ist eben ein spielender Mensch. Ja, seid ihr noch da? Wir sind da. Ja, gut. Ja, kann man 100% mitgehen. Das heißt, bei der Trainerausbildung, ist das dann mit Kindern oder ist das ohne Kinder? Na, das ist mit Kindern und es gibt sogar dann auch Kinderbetreuung. Also es ist sozusagen so immer ein Teil, wo mit Kindern dann gespielt wird. Auch speziell sozusagen für verschiedene soziale Kompetenzen diese fördernde Spiele. Ja, man kann dann sozusagen, okay, welche Spiele fördern Vertrauen, welche Spiele fördern Wille. Dann, es heißt, es wird gespielt, dann kommt ein theoretischer Teil und in diesem theoretischen Teil werden die Kinder auch betreut. Also wir haben auch Kinderbetreuung organisiert, dann wird wieder gespielt und wieder theoretisch. Also dann kommt natürlich Mittagspause und dann eben
noch einmal praktischer Teil und noch einmal Theorie. Und welches Alter Kinder? Ist das egal oder? С какого маленький самый? Самый маленький, я думаю, это 3,5-4 года. Erst 3,5, 4. Потом идет следующий специальный возраст, это 5. Dann 5-7 ist dann das nächste Alter sozusagen. Also wenn man dann Grüppchen macht, also dann so. Потом это возраст 7-12. Und dann 7-12. 12-17. Und dann 12-17. Ah ja, also ja, auch отдельные совсем занятия это 17-21 год. Ja, dann kann man natürlich mit 17-21-Jährigen dann macht man dann eben zusammen. Мы говорим о занятиях, где есть дети и есть взрослые. Und wir reden jetzt aber schon von diesen Einheiten, wo eben Erwachsene und Kinder zusammen sind. Эти занятия важны как для детей. Das, точно так же для взрослых. Und das ist ganz wichtig, dass eben diese gemischte Gruppe sozusagen ganz wichtig für die Kinder ist, dass Erwachsene dabei sind, aber genauso für Erwachsene, dass Kinder dabei sind. Ja, also das ist für beide Seiten total produktiv und sehr wichtig. Потому что для взрослых эти занятия дают, кроме того, что помогают детям. Weil dann bekommen die Erwachsenen eben nicht nur diese, also so sozusagen, dass sie den Kindern geholfen haben. Они дают чувство собственной идентичности, важности. Das gibt den Erwachsenen diese Gefühl der Eigenidentität und Eigenwichtigkeit auch, also. В том, что я продуктивный творец. Dass ich ein produktiver Schöpfer bin. Что я компетентный взрослый. Dass ich ein kompetenter Erwachsener bin. И родителям дают уникальную возможность выпустить своего внутреннего ребенка, чтобы он поиграл и зарядился энергией. Und auch natürlich gibt es den Eltern, den Erwachsenen auch diese einzigartige Möglichkeit, das innere Kind sozusagen rauszuschicken zum Spielen, um eben diese Energie dann aufzutanken und glücklich zu sein. Mhm. Passt. Das heißt, ist das für die ganze Familie dann praktisch diese Woche im Februar? Wir haben auch sogar also auch Familienrabatte, also wenn das Mann und Frau macht, also die Kinder sind sowieso natürlich gratis dabei und wenn das Mann und Frau macht, dann haben wir auch also für die eben solche Familienrabatte dann. Und das werden dann einfach unvergessliche Urlaub, gemeinsame Familienurlaub sein. Ein sehr intensiver und wertvoller. Ja, genau, eben, weil momentan also kann man gemeinsam nur eben essen und trinken und ja, also aber spielen hat, also haben schon sehr viel verlernt. aber man kann auch nur alleine kommen. Also wenn der Partner nicht kann, dann kann man auch alleine mit den Kindern kommen. Man kann auch alleine oder man kann auch ohne Kinder oder mit Kindern alleine kommen. Wir haben jetzt auch so einen Tag speziell dann für ältere Kinder. Dann, ich glaube, Mittwoch wird das sein, dass wir, wo wir uns wirklich einfach speziell auf die älteren Kinder konzentrieren. Heißt ja aber nicht, dass die Kleinen nicht dabei sein können. Ja, aber eben bei den Älteren geht um viel mehr dann so Wettkämpfe. Und das auch eben so spielerisch zu machen, auch sozusagen das zu gestalten. Und ich finde also, das ist wirklich großartig, wie André das macht, eben zum Beispiel, dass zum Schluss dann, also die kämpfen oder da werden so die Hüte zum Beispiel, also da, man soll den Hut von dem anderen runterziehen. Und dann eben zur Musik kämpfen sie da, also da ziehen halt die Hüte gegenseitig ab. Und dann zum Schluss muss man sich aber umarmen. Ja, also dieses Verbrüdern zum Schluss, das ist so ein wichtiges, einfach auch ein Ritual sozusagen. Und zum Beispiel auch, was ganz cool ist, nach jedem Spiel, nach jedem so einer Einheit, stellen sich dann die Eltern, also die Erwachsenen auf eine Seite, die Kinder auf die andere Seite und die Kinder gehen da durch und
so machen, shake hand, ja, also, und sagen danke für das Wissen. Und das haben wir, also das hat sich dann, weil eben André dann zum Schulanfang bei uns war, wir haben ganz tolle 3 Tage gehabt mit dieser Initiation, also durch in den Wald gehen, sich einen Stock machen und gemeinsam eben natürlich spielen, auch mit unseren Eltern, Kindern. Und eben dieses Danke für das Wissen hat sich jetzt so eingeführt, einfach das machen die Kinder jeden Tag. Also wenn sie sich verabschieden, egal ob André da ist oder nicht, sie kommen zu mir, sie kommen zu anderen Erwachsenen und sagen Danke für das Wissen. Also alleine für das bin ich schon André so dankbar. Und für viele, viele andere Dinge. Ja. Total schön. Ja, genau. Also wenn die Menschen sowas mitmachen wollen, dann können sie entweder zu dir kommen im Februar oder wir können natürlich in Deutschland was kreieren mit dem André zusammen, richtig? Ja, genau. Genau. Also André hat großes Interesse, nach Deutschland zu kommen dann, nach Braunschweig. Как бы можно приехать туда к нам в феврале туда, ну, к нам в Вену или тебя привезти как бы в Германию. Я тоже хочу в Германию, да. Ja, also ich will schon so sehr lange nach Deutschland. Давайте организовывать. Давайте. Also, давай. Also, jetzt bist du ganz arg abgebrochen, kannst du den also organisieren? Ja, ich habe übersetzt. Gesagt, Sonja, dabei. Ja. Ja, da. Das heißt, du sollst jetzt ein Seminar. Keine Show. Я буду рад приехать к вам и работать с вами. Also ich würde mich sehr freuen, zu euch zu kommen, euch, mit euch zu gemeinsam zu etwas zu erschaffen und Давно хочу приехать в Германию и начать там действовать. Das ist schon lange mein Wunsch, also nach Deutschland zu kommen und in Deutschland diese Methode zu verbreiten. Думаю, sehr gut. Что у нас получится сотрудничество. Ich glaube schon, dass diese Kooperation uns ganz gut gelingt. Такие большие сердца у тебя сзади. Du hast so große Herzen. Da hinten bei dir hängen. Ja. Auf deiner Wand hängt so ein großes. Ja. Ich bin umgeben von wundervollen Energien. Ja, danke, danke für euer Wissen. Habt ihr noch Fragen jetzt? Надо только заранее, потому что у меня бывает на полгода записанное питание. Also André meint, dass eben das soll man schon aber lange planen, weil natürlich hat er einen sehr vollen Kalender. Also das ist schon oft, also halbes Jahr sicher voraus, aber oft bis zu einem Jahr fast ist er schon verplant. Ja. Genau, also auch bei uns zum Beispiel kann ich euch auch dazu einem Sommer im August einladen, also vom 21. bis 31. machen wir ein Camp mit André bei uns im Waldviertel, im wunderschönen Österreich, also nördlichen Waldviertel. Ja, und sonst ist er auch dann im März auch noch bei uns. Ja, wie sieht's aus bei euch? Seid ihr alle noch da? Habt ihr Fragen? Hallo? Ja? Ah, hallo Sonja, Kathleen hier. Hallo Kathleen. Grüß dich. Ich habe noch eine Frage zu dem Trainerkurs. Mhm. Wird da auch speziell auf die Atemübungen eingegangen? Wird es da irgendwie integriert? Noch oder geht es da rein um das Spielen? Насчет дыхания, как оно там интегрировано в этот процесс? Да, дыхание, оно соответствует объему двигательной деятельности. Also in dem Fall jetzt bei den Kindern entspricht
Also der physische Tätigkeit. Und es ist sehr interessant, dass auch Atem gegenüber Musik gesteuert wird. Теперь я точно знаю, какая музыка как влияет на двигательную деятельность. Und ich weiß, in welche Musik und wie auf die motorische Tätigkeit, wie verschiedene Rhythmen und verschiedene Musik sie beeinflusst. То есть у меня подобрана музыка, которую я делаю под конкретные задачи. И это является все вместе технологией взаимодействия. Und eben die Musik wird entsprechend dementsprechende Aufgabe dann auch ausgesucht. Und das ist eben, das ist ein Teil der Technologie. Dadurch, dass also durch die Veränderung des Rhythmus und Tempos in der Musik используя минор или мажор или oder Сочетание. Auch also Moll oder Dur oder eben die verschiedene dann Kombinationen von diesen Akkorden можно влиять на психоэмоциональное состояние beeinflusst eben diesen psychoemotionalen Zustand и можно влиять и на дыхание und auch genauso die Atmung и можно влиять на движение und auch die Bewegung и музыкой конечно можно лечить und die Musik tut ja auch heilen и музыкой можно учить und die Musik tut auch lehren. И музыкой можно объединять людей. Und die Musik tut auch uns vereinigen. И можно разрешать внутренние и внешние конфликты. Und löst innere und äußere Konflikte. Музыка это уникальность. Musik ist etwas ganz was Einzigartiges. Also ich kann nur von mir sagen, dass eben bei Systemen, bei der Kampfkunst, also da sehr wohl auf die Atmung sehr also stark eingegangen wird. Mit den Kindern, glaube ich, ist das viel effektiver, über Musik zu machen. Ja, also denen bewusst einem Dreijährigen beizubringen, ja, vergiss nicht zu atmen. Also я работал с ними, которые имели с детьми, аутистами. Ich habe auch schon mit Kindern gearbeitet, die Probleme hatten, also mit autistischen Kindern. С детьми с эпилептичностью. ADHS синдром, also ADHS. Работал с детьми с гиперактивностью. Mit hyperaktiven Kindern. С задержкой развития. Oder mit der verlangsamten Entwicklung. Дети, которые не говорили. Mit Kindern, die nicht gesprochen haben, zum Beispiel. Вот это ритмическая основа и телесный контакт. Und diese rhythmische Basis und die körperliche Verbindung. Они давали состояние, которое они не могли сами создать. Hat denen eben diesen Zustand ermöglicht, was sie von sich selber nicht erreichen konnten. Допустим, детям с эпи-синдромом это не позволяло проваливаться в припадок. Also zum Beispiel mit den Kindern ADHS hat die Musik es einfach nicht erlaubt, in diese Hyperaktivität zu kommen. Детям, которые были с гиперактивностью. Oder eben die Kinder, die hyperaktiv waren. Решала вопросы нехватки вот этой двигательной моторики. Hat die Musik für sie diese psychische Probleme gelöst. Детям, которые не говорили, вот эта ритмика, она влияла на психологическое состояние и на аппарат таким образом. Und die Kinder, die zum Beispiel nicht gesprochen haben, da hat die Musik ihren inneren Zustand und diesen ja, Gesprächsorgan oder also das eben dieses das so beeinflusst, что снимало психологические блоки, dass diese psychologische Blockade einfach aufgehoben war. И создавало die Verbindungen herstellt, damit sie eben ins Sprechen kommen. И они сразу начинали говорить. Und die haben sofort dann angefangen zu sprechen. Один ребенок у меня заговорил через две недели, как я с ним занимался. Also nach ein Kind dann gesprochen. Было 4 года, он не говорил. Der hat gar nicht gesprochen. Родители очень хотели, чтобы он быстро заговорил und, сразу. Und die Eltern wollten aber schon immer, dass eben früh und schnell und alles spricht. Я говорю, подождите, говорите. Und ich habe den Eltern nur gesagt, bitte
sagt es ihm nicht, dass er etwas, also spricht mit ihm nicht darüber, dass er sprechen soll. Пусть эта музыка подтолкнет его изнутри. Lass ihn halt ihn von der Musik bewegt. Пусть это будет не то, что он должен что-то сделать. Oh, lass es nicht so ein Muss sein. А пусть это будет потребность, желание. Lass es ein Bedürfnis sein, ein Wunsch sein. Вот это наша задача, побудить желание das к жизни. Das ist eben unsere Aufgabe, наша метода побуждает человека жить. Genau das, was macht diese Methode. Also die erweckt in den Menschen eigentlich den Wunsch zu leben. Она не заставляет его. Das ist kein Muss. Она ему предлагает. Das ist so ein Angebot sozusagen. Музыка так действует, что ты не можешь не видеть, когда видишь эту радостную ритмическую ритмическую модель радостную, которая идет в воздухе и пространстве, то тебе хочется в нее встроиться, хочется быть таким же. Musik ist wie, also das ist so ein Bild sozusagen. Ja, Musik malt dieses Bild, ein wunderschönes Bild im Raum und Zeit und etwas total Fröhliches und wo sozusagen das lockt dich hinein und sagt, hier bist du glücklich und man will sozusagen so einsteigen. Даже вот дети полтора-два года, я начинаю играть, они начинают уже двигаться. Es ist sogar die Kinder mit eineinhalb Jahren. Also wenn ich beginne dazu spielen, потому что это естественная потребность. Dass die Kinder sich dann auch zum, also sofort dann zur Musik bewegen. Ja, bringt jetzt gleich die Balalaika und spielt euch was vor. Die Frage war, ob er auch nach Kanada kommen würde. Чувствуешь, какая солнечная такая, солнечная атмосфера создается? Чувствую die Sonne. Das sonnige Bild, was hier entsteht. Когда вживую это вообще это начинает проникать. Das geht also vor allem, wenn das live ist. Ja, also начинаешь geht, das geht nicht, du kannst nicht sitzen. Nicht sitzen. Es bleibt dir nichts übrig, einfach als dich zur Musik zu bringen. Und nach Kanada komme ich auch. Это давняя моя мечта поехать. Das ist noch ein älterer Wunsch von mir, nach Kanada zu kommen. Lernen wir dann auch die Balalaika? Na, was meinst du jetzt? Also, er bringt natürlich die Balalaika, er bringt auch, ihr könnt auch welche bestellen. Achso, du Balalaika spielen meinst du jetzt? Ja? No, она спрашивает, тогда очень важно на Балалайке учимся играть. Я вот хочу, чтобы все уехали с балалайками. Naja, das wäre natürlich ideal. Also ich spiele euch auch was vor. Also das habe ich jetzt in zwei Tagen gelernt. Самолет летит не бегом, а мне нравится золотым звуком, а золотым звуком не парочка, а ты сейчас ты сам не полетовочка. Супа! Андрей Брук! Wie ein Meer, schwer gibt es wie eine Maus. Nur glauben wir beide, wir verdienten einen Applaus. Okay, so eine Kampagne.
klar. Ja, also es ist also es wirklich, es hat weniger als Ukulele, es hat nur drei Seiten von der Leica und die ist ganz leicht zu erlernen. Und es gibt auch zum Beispiel, also auf Bestellung bringt André Balalaika es auch mit und er kann sich auch so ein paar so Basics uns auch zeigen, aber es gibt auch ganz tolle Videos. Also bei ihm kann man dann auch eben die Videos zum sogar 9 Filme, so eine Reihe von 5 Filmen, genau so ein Kurs, wie, also, was, Balalaika, also. Und wenn man eben so eine Balalaika dann kauft, also dann kriegt man die Filme dann gratis dazu, also dass man das auch lernen kann, selber beibringen. Also das ist ja auch bei diesem Kurs auch ist dabei, also ein schönes Zertifikat und eben eine CD und eine DVD mit Spielen, also sozusagen für eine Stundenvorbereitung. Das ist alles dabei. Gut. Sind jetzt noch Fragen von den anderen nochmal? Jetzt habt ihr so viele Informationen gegeben. Welche Musik würde man dann benutzen in einem eigenen Spiel ohne André? Naja, eben nach dem Kurs kriegt man eine CD. Ну, он спрашивает, какую музыку они будут использовать. Я ему говорю, что вот они получат CD. Also es gibt eine CD oder halt eben so auf Computer gleich kann man das mit MP3 halt. Also das habe ich jetzt schon, ich habe eigentlich ohne Kurs, also einfach nachdem das... Все получат музыку такую, чтобы можно было без инструмента работать. Also man kriegt eben sozusagen so, die Musik dann auch eingespielt, je nachdem, also auf der CD oder Flash. Лучше всего научиться и на инструменте. Aber natürlich am besten ist, wenn man das live begleiten kann. Es kann ja jeder Instrument sein, es kann ja auch ein... Это более эффективно. Das ist einfach effektiver. Man kann dann wirklich mit Musik dann auch steuern. Ja, also du можешь на ходу менять темп. Wenn man sieht, okay, das ist schon ein bisschen zu langsam und die Kinder brauchen einfach jetzt das Tempo. Also man kann da viel flexibler dann auf die Kinder eingehen. То есть быть подвижным так же пластически, как меняется пластичная ситуация. Also da kann man eben so plastisch sozusagen sein, genau so plastisch sich der Situation dann anpassen. Hier ist gerade noch eine Frage. Kann man jetzt schon die Lieder bekommen auf CD oder MP3, weil eine Tochter hier hat jetzt schon ganz schön auf die Musik getanzt. Aha, okay. Там вот сейчас девочка там какая-то очень танцевала уже прямо сейчас под музыку и хотела бы прямо сейчас вот спрашивает, где найти можно там CD или как-то вот музыку. Ну, я могу тебе что-нибудь какие-нибудь скинуть, какую-нибудь музыку, чтобы. Ну, у меня вот тоже кое-что какие-то на. Да, у тебя же на игрыше есть. Можно, да. А как ее Sony скинуть? Also ich habe schon, ich habe ja auch etwas auf meinem Computer. Das können wir da, also wie können wir das jetzt, vielleicht mir vielleicht eine E-Mail, ich schreibe meine E-Mail-Adresse und ich schicke das direkt oder wie machen wir das? Ja. Also ich schreibe jetzt meine Adresse und so ein paar halt. So Einspielungen kann ich einfach, also damit ich, das ist jetzt meine Adresse, ja, muss ich schauen, wie das ist. Also und Sonja, das schicke ich dir und du kannst das ja dann auch weiterschicken, gell? Ja, klar, kann ich machen. Du hast mich jetzt skinnen, aber wir sagen, какая для чего музыка, уже на семинаре. Und dann
natürlich auf dem Seminar sagen, wird dann auch erklärt, welche Musik wofür gut ist. Ja, also das ist klar, natürlich, also einfach jetzt mal spielen und die Kinder bewegen sich dazu frei, das ist kein Problem. Aber wenn man das gezielt einsetzen will, ja, dann muss das zuerst eben auch erklärt werden, was, welche Rhythmen, also welche Musik ist für was besonders. Потому что у каждой музыки свои задачи. Weil jede Musik, jede Art, also jedes Rhythmus hat bestimmte Aufgaben. Но вы можете импровизировать. Aber natürlich kann man improvisieren sowieso, ja, also die Kinder werden eh das richtig. Но в феврале я точно скажу, что для чего. Aber im Februar erzähle ich, was wofür. Анна говорит, хотелось бы ей побольше такой подробности о системе, вообще как бы откуда система, что это такое. Я 30, о системе. Я 30 лет занимался исследованием традиционной народной русской культуры. Also seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit der Erforschung der russischen Kultur. То есть первое мое образование – это этнограф. Meine erste sozusagen Ausbildung ist Ethnologe. Этнолог, этнограф, фольклорист. Фольклор-сammler, also этнограф. И все эти знания, они базируются на знаниях национальной культуры. Und das passiert alles auf dem Wissen der Nationalkultur. И на знаниях современной психологии. Und eben als zweiter Bildungsweg ist eben die Psychologie und Pädagogik und das bringe ich eben zusammen. Und die Systeme, das ist nur System, это как ну нас пасеж auf dem Also das System ist ja auch aus dieser alten kosakischen, wie gesagt, wenn man sagt Kampfkunst, ist das zu wenig zu sagen, das ist eine Lebenskunst. Das war schon auch eben dann natürlich beim Kämpfen eingesetzt, weil halt das war auch so ein Lebensstil der Kosaken sozusagen. Aber da ist auch viel mehr Wissen zum Beispiel auch über Healing, also über Heilung und wie der Körper überhaupt, also die Chakren und so weiter, das ist ja alles in diesem Spaß. Also Spaß heißt das ursprünglich und dann eben daraus wurde halt System. Aber das ist natürlich, System ist, also in sich das Wort ist modern. Aber es ist ein großer Sinn dahinter, also eben, weil das alles ein Systema ist. Also Systema ist ja sozusagen etwas, wo die Summe der Einzelteile viel mehr ist, also wo das Ganze eben viel mehr ist als die Einzelteile. Принцип системы все объединяются в ней. Alles zusammenhängt. Когда появляется которого там не было. Und dadurch, dass eben alles zusammenhängt, also jetzt sagen wir zum Beispiel, jetzt drei Dinge hängen zusammen, dadurch entsteht ein extra Element, sozusagen ein viertes, einfach indem, dass diese Dinge da jetzt zusammenhängen. Also dieses Zusammen, was sie zusammenbringt. Ja, also, и этот элемент жизни. Und in dem Fall ist dieses Element das Leben, was alles zusammenhängt. Тогда можно назвать das Und dann kann man das sehr wohl dazu einfach immer sagen. Когда появляется дополнительный элемент в результате объединения нескольких разных. Wo eben so dieses extra sozusagen dazu kommt, einfach dadurch, dass man einige zusammengefügt hat. Und eben, also André ist auch ein Kosake und hat eben auch sehr viele Kosaken dann auch besucht. Also diese kosakische Lebenskunst, Kampfkunst, ja. Also das ist ein Glück, aber auch noch älter wahrscheinlich. Also ich schätze, dass das geht auch auf also Aria und so zurück auf unseren Ursprung.
Jetzt höre ich euch. Die Kosaken haben das eben sozusagen, und das Spiel ist das eben, dieses Wissen an die Kinder weiterzugeben. Man hat ja nicht gewartet, bis das Kind dann erwachsen wird, bis man das Wissen weitergibt. Ja? Also das war eben sozusagen, das Wissen ist in das Spiel verpackt. Und so wird das weitergegeben. Prinzip народной демократии испокон веков. Und Kosaken haben immer Demokratie gehabt. Also direkte Demokratie eigentlich. Уникальный народ, уникальное социальное сословие. Das ist wirklich ein ganz einzigartiges Menschen oder sogar eine Kaste, wie sagt man das? Kaste. Которое жило по принципу социальной демократии. Это была очень реальная демократия, потому что все всех знали. Eine sehr reale Demokratie, eine sehr eben direkte Demokratie. Alle haben jeder hat jeden gewusst und alle waren beisammen sozusagen. Люди учились жить в сложных условиях жизни. Und die Menschen haben gelernt, in schwierigen Situationen zu leben, zu überleben, aber auch vor allem zu leben, voll zu leben, trotz den Schwierigkeiten. Ihnen помогала игра. Und dafür hat, also dabei hat ihnen das Spiel geholfen. Песня, das Lied, Tanz, боевые искусства и Kampf. На этом основана вся система. Und auf dem Ganzen basiert. То есть это очень просто. Das ist eigentlich ganz einfach. Я взял все, то, что было. Und ich habe das genommen, was da war. Понял, в чем смысл. Und ich habe das verstanden, also die Prinzipien sozusagen verstanden. И сделает из этого социальную технологию. Und habe daraus eine soziale Technologie entwickelt. И 20 лет это применял. Und seit 20 Jahren wende ich das schon an. Я написал книгу. Ich habe ein Buch geschrieben darüber. Выпустил уже около 100 фильмов. Und schon mehr als 100 Filme, also Videos so aufgenommen habe. То есть это уже и в моем поколении проверено времени. Es ist auch schon in meiner Generation sozusagen jetzt überprüft, also durch die Zeit. Die Dieti, которым было 7 лет. Weil die Kinder, die damals 7 waren, als ich angefangen habe. Им уже 27. Weil jetzt sind sie schon 27, ihre Kinder zumindest. Gibt es ein Buch zu dem Thema? Вот она про книжку спрашивает. Das Buch gibt es natürlich auf Russisch. Und das ist auch schon auf. Auf? Ich habe ein Exemplar, das ich jetzt gehört habe. Auf Russisch. Auf Russisch. Das Buch ist auf Russisch. Но мы будем делать книгу Aber на английском и на немецком. Eins. Also eben, das wird jetzt auf Englisch und auf Deutsch. Надо время просто. Ich schreibe auf jeden Fall auch jetzt etwas zum epigenetischen Modell von Ampeli. Ich mache im Vergleich mit zum Erik Erikson. Also werde ich auch auf Deutsch etwas festhalten. Mhm. Ob das im Rahmen von meiner Bachelorarbeit ist oder so einfach als machen, das weiß ich nicht. Aber genau, es werden schon auch einige Dissertationen, also jetzt war gerade eine Freundin da, die eine Dissertation schreibt auch zu dem Thema. Und es wird schon mehr populär gemacht. Halt auch zu dem Thema. Du weißt, du kannst schon. So, ja, na, ich glaube, jetzt haben wir eh schon alles erzählt. Genau. Gibt es noch Wurm? Ich möchte mich auch ganz arg bedanken für die Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt. Wir sind jetzt doch ziemlich lang geworden. aber es war eine sehr, sehr wertvolle Information und ich glaube, dass sie einfach ganz vielen Menschen weiterhelfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, entweder bei euch zu sein oder wenn ihr zu uns kommt, egal wie. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen, vielen Dank.
Большое, большое спасибо. Auf Wiedersehen. Okay. Vielen, vielen Dank auch vielen an Dank. Euch. Danke für das Wissen. Danke. Tschüss, ciao. Ciao. Papa. Was mache ich jetzt?